think it's set. The green flag drop. So, McCauer geht Williams vorbei. Hat gesehen. Von Stang vor Scholl. Und jetzt die Verkräfte an innen hin. Es war schon eine große Überraschung, als Haas letzte Saison den Konstrukteurstitel und den Fahrtitel gewinnen konnte. Vor den Augen der heimischen Fans war der Grundspeed von Haas sehr, sehr gut. Und man ist auch sehr viele Runden gefahren. Zwar nicht die meisten, aber sehr viele. Malchari 22, wer im 7. will mit einem besseren Team weiter vorne landen. Zwischen schlechten Williams war ein 3. Platz das beste Ergebnis. Fun gezockt und 3, wer im 21. auf einen zuverlässigen Renner als letzte Saison. Platz 7 war sein bestes Ergebnis, wenn er ins Ziel kam. Das Ziel von Haas ist es nicht direkt nochmal die Titel zu verteidigen, sondern um die vorderen Positionen zu kämpfen. Toro Rosso hat letztes Jahr Top-Piloten gehabt, aber nur mittelmäßigen Wagen, weshalb die Position sehr gut war. Mit dem Wagen konnte man auch viele Siege und Podeste feiern. Die Testfahrten waren solide und man hatte eine Tendenz eher nach oben. Die Zuverlässigkeit ausgezeichnet, man fuhr sehr viele Runden. Neffi 1807 BM 10. bekommt seine Chance als Stammfahrer. Zweimal Platz 2 holte er bei kleinen Einsätzen. Tanja 22 1972, WM 18. wurde von Red Bull geholt. Das Highlight war der 3. Platz im letzten Rennen. Das Ziel von Toro Rosso ist, weiter Druck auf die Konkurrenz zu machen, damit die Fehler machen, damit man besser dasteht. Die letzte Saison war ja ein Dreikampf um den Titel, deswegen war McLaren am Ende traurig, nur den 3. Platz zu haben. Aber bei guten Rennen konnte man oft auf Podest fahren. McLaren hatte Schwierigkeiten mit dem Speed. Das liegt aber daran, da man sehr lange auf der Strecke war, weil man eher den Renntrim trainiert hat. TB 12-12-13 wurde im 16. und wurde vom Team verpflichtet. Platz 4 war sein bestes Rennergebnis. Jan FCB 98 wurde im 17. und kam mit dem Druck bei Haas nicht klar. Die beste Position war ein 5. Platz direkt beim Auftakt. Das Ziel von McLaren ist, um Podeste und Punkte zu kämpfen, um vielleicht wieder den Titel zu holen. Racing Point hat eine konstante Saison mit Höhen und Tiefen. Man stand sehr oft auf dem Podium und konnte Punkte holen, aber keinen Sieg. Die Testfahrten waren zufriedenstellend, man war relativ weit mit da vorne. Aber die Zuverlässigkeit ist noch verbesserungswürdig, weil man oft in der Box stand. Crazy Soccer Tom wurde aus den unteren Serien nach oben geholt. Kleine Einsätze und Erfahrungen konnte er letzte Saison bei paar Rennen sammeln. Damian Jock 09, letzte Saison noch Konkurrent in der Serie von seinem Teamkollegen, hatte keine erfolgreichen Einsätze letzte Saison bei kleinen Testeinsätzen. Das Ziel ist es, dass die Fahrer sich eingewöhnen können und dann um Punkte kämpfen sollen. Alfa Romeo Sauber hatte eine Achterbahnsaison, also mit Höhen und Tiefen. Bei sehr guten Rennen konnte man sogar einen Sieg holen, aber bei schlechten Rennen holte man sogar gar keine Punkte. Beim Testfahrt hat man einen guten Speed auf Long Ones gehabt,
aber auf schnellen Runden muss man auch was finden. Die Zuverlässigkeit war auch sehr gut. Kevin Müller, WM-Fünfter, bleibt Platzhirsch beim Team. Den Sieg in Abu Dhabi kann ihn keiner mehr nehmen. Das feierte er ausgiebig. DWP-Killer, WM-26. Kam mit dem Auto gut zurecht in den Test, hat aber Schwierigkeiten letzte Saison mit McLaren. Das Ziel von Alfa Romeo Sauber ist es, konstant viele Punkte zu holen und vielleicht ein paar Plätze nach vorn zu kommen. Renault hatte einen guten Saisonstart, das ging ungefähr bis Saisonmitte. Danach hat man falsch entwickelt und das Team fiel zurück. Man hatte keine guten Long Runs, weil man kaum fahren konnte auf langer Sicht, weil man sehr häufig in der Box stand. FC Bayern 13-28, WM-10. Vieles schwer im Mercedes, aber dreimal konnte er aufs Podium fahren mit Platz 3. Loser Stefan 25, WM-25. Kam von Williams, aber leider kaum ins Ziel. Wenn er ins Ziel kam, war sein bester Platz Platz 9. Das Ziel ist es wieder, zur Konkurrenz aufzuholen und Punkt am laufenden Band zu holen. Ferrari hat eine schwache Leistung über die komplette Saison, noch nicht mal großartige Highlights. Und vor allem nicht alle Entwicklungen brachten das Team nach vorne. Man hat die schnellsten Zeiten gefahren, ob auf Long Runs oder im Quali drin. Und das Auto lief wie ein Uhrwerk, man war dauerhaft auf der Strecke. Power Paul 2004 wurde beim Vierter und wurde vom Team geholt, um zu helfen. Er war fast Dauergast in jedem Rennen und war sein zweiter Platz, war seine beste Position. Superfake 3-3-3-3-3-3 hat sich den Stammplatz verdient. Bei Einsätzen war er immer weit vorne und konnte sogar einen Sieg in Brasilien feiern. Das Ziel für Ferrari ist natürlich wieder die Spitze zu gelangen und am besten sogar deckt beide Titel. Red Bull hat einen sehr schlechten Saisonstart und man hat zu spät die richtige Richtung in der Entwicklung eingeschlagen. Aber nach der Entwicklung war man weit vorne. Beim Testfahrten war man sehr zufrieden, man war vorne auf jeden Fall wieder mit dabei. Die Zuverlässigkeit war hervorragend, zwar nicht die beste, aber sehr hervorragend. Dark Thunder 11.99.7, WM8, wurde von Toro Rosso geholt. Sein bestes Ergebnis war ein dritter Platz direkt beim Auftakt. Prinz Pyro, WM15, hofft auf Besserung mit dem Team. Sein vierter Platz in den USA war in der letzten Saison eine Überraschung. Das Ziel ist es wieder, um die vorderen Positionen zu fahren und vielleicht sogar Siege zu holen. Mercedes hatte keine gute Saison, man hatte keine Leistung und hatte noch eine schlechte Aerodynamik. Aber in ein paar Rennen konnte man Ausrufezeichen feiern. Beim Testfahrt war man eher im Mittelfeld zu finden, man war nicht besonders weit vorne, aber auch nicht sehr weit hinten. Aber das Motor-Update brachte die Zuverlässigkeit zurück zum Team. Latruso 007, WM14, will dem Team helfen, wieder nach vorn zu kommen. Platz 3 in Japan war das einzige Podest der Saison. Monzi 87, WM24, wurde von Sauber freigegeben. Er war meistens knapp in den Punkterängen und Platz 9 sein bestes Ergebnis. Das Ziel von Mercedes ist, langsam wieder an die vorderen Plätze sich anzuschließen, um Punkte so oft wie möglich zu holen. Williams hat eine komplette Saison zum Vergessen gehabt.
Man war nicht konkurrenzfähig und hatte starke Zuverlässigkeitsprobleme. Der Grundspeed war besser als im Vorjahr und auch die Zuverlässigkeit wurde extrem verbessert. Trotzdem lag man noch etwas hinter der Konkurrenz. Lars 000082 soll seine Erfahrung aus den tieferen Serien zeigen. Er hatte keine Chance bei kleinen Einsätzen letzte Saison. Blue Williams. JDM Power 91 kommt ebenfalls aus den unteren Serien. Kam mit Williams aber einmal auf Platz 7 ins Ziel. Das Ziel ist es, die Eingewöhnung der Fahrer am besten möglich zu machen und Punkte so oft wie möglich zu holen.